Diese Maske hier ist bekannter als das Gesicht von Thomas Gottschalk und Angela Merkel zusammen. Das hier ist Guy Fawkes, die Maske der Internetaktivisten Anonymous. Und ich denke, das ist der Renner zu Fasnacht. Wir sind hier im Close-Up-Shop in Frankfurt und gucken noch mal so nach den Trends dieser Saison. Und die Maske geht doch bestimmt weg wie warme Semmeln. Die geht weg wie warme Semmeln. Besonders letztes Wochenende vor der Demo war sie komplett ausverkauft, innerhalb von 12 Stunden 70 Stück. Heißt, ich kann die gar nicht jetzt... Momentan haben wir sie leider nicht mehr im Angebot. Ist auch nicht mehr lieferbar. Also das hier ist wohl die letzte, die es hier gibt. Das ist die letzte im Lager. Gut, dann müssen wir uns nach anderen Kostümen umschauen. Das ist süß. Eine Husky. Ja, das ist eine Husky-Mütze. Bei der kalten Jahreszeit bestimmt auch sehr angenehm, wenn man auf dem Faschingsumzug ist. Möchtest du sie mal anprobieren? Mach ich mal. Das ist Grobi, mein Held aus Kindertagen. Kennt ihr den, der macht... Die kennt bestimmt auch jeder. Wird auch immer wieder gerne wiedererkannt hier im Laden. Die Saw-Maske. Ah, so, okay. Oh, die riecht. Wie Frankenstein unter den Achseln. Wo ist mein Vater? Ich bin ein Jedi-Ritter. Das ist die perfekte Verkleidung, finde ich, für Fasnacht. Hält auch schön warm. Und hat dieses geniale Lichtschwert. Fantastisch. Superman und Superwoman! Es macht Spaß, solche Sachen anzuziehen. Ja, ist es so? Also, ich finde das geil. Also, wir laufen ja immer in Hemd und Hose rum und ihr könnt hier auf der Arbeit so Sachen tragen. Wie ist das? Die dürfen wir auch mal spielen. Das macht richtig Spaß, wenn man mal in die verschiedenen Rollen schlüpfen darf. Was ist so deine Lieblingsrolle? Superman. Echt jetzt? Ja. Habe ich letztens gegen einen Jedi gekämpft, hier im Laden. Das ist ja super. Ich habe quasi mein Best-of gefunden. So ist das Best-of aus dem Laden. So werden wir uns verkleiden an Fasnacht. Ich bin der Superman Anonymous Husky.